Feuer, ein Ring aus Stahl und indirektes, also gesünderes Grillieren. Als der Feuerring 2009 den Markt eroberte, war es fast schon eine kleine Revolution. Seitdem sind die Formen und Funktionen des Feuerrings international bekannt und begehrt. Die Herstellung erfolgt in Immensee, ein Schweizer Qualitätsprodukt, das Original. An so manchen Tagen im Jahr ist der Feuerring ein Grill, den Rest der Zeit Skulptur. Kein Wunder, ist doch der Schöpfer ein Bildhauer. Ich wollte nie einen Grill bauen. Ein Grill hat mich nicht interessiert. Mich hat das Objekt interessiert im Garten. Mich hat die Skulptur interessiert, wo ich meine Lebensmittel gesund zubereite. Für die technische Seite des Feuerrings war jahrelange Entwicklungsarbeit notwendig. Ideen und Lösungsansätze mussten ausprobiert, manche wieder verworfen werden, damit am Ende alles funktioniert. Und der Feuerring funktioniert. Weil er verschweißt ist mit der Schale und mit dem Ring. Und der Feuerring hat ein Gefäll nach innen. Er steht so. Wenn wir ein Feuer machen, dann generieren wir Wärme. Wenn der Stahl heiß wird, dann dehnt er sich aus. Und weil wir den Weg schon vorgezeigt haben, drückt es den Ring noch mehr gegenüber. Auch das Design. Und ganz wichtig, oder, dass es einfach so auf dem Boden liegt. Und für mich ist es ganz wichtig, dass ich ganz ursprünglich und eine Urform finde für ein Feuer. Doch auf Trittbrettfahrer musste Andreas Reichlin nicht lange warten. Es sind sehr schnell Nachahmungen gekommen. Also vielleicht 2 Jahre später. Und das hat mich unheimlich verletzt. Es ist verrückt, oder? Wenn ich das da schaue. Wir haben mal eine Liste gemacht, wie das aussieht. Also das sind zig Verletzer, die einfach mit meiner Idee das Geld verdienen. Und das bin ich jetzt einfach so froh, dass wir da ein zusätzliches Schutzrecht gefunden haben, das Urheberrecht, das wirklich maßgeschneidert ist für einen Künstler, was ich bin. Das Recht am eigenen Werk sichern. Klingt einfach, ist es aber nicht. 3 Anwälte standen Andreas Reichlin zur Seite und gelungen ist ihnen etwas ganz Außergewöhnliches. Damit der Feuerring als Werk von der angewandten Kunst hätte können definiert werden, ist wesentlich gesehen als Schutzvoraussetzung, dass der Feuerring eine gewisse Originalität hat. Obwohl er eigentlich ein schwerer Stahlkörper ist, dass er leicht im Raum wirkt und der Feuerring aus Stahlskulptur den Raum bespielt, so dass ein stimmiges Ganzes überkommt, dass man gesagt hat, das ist kein Grill, sondern ein Kunstwerk. Doch neben der Skulptur Feuerring ist dann noch ihr praktischer Nutzen. Um ihn zu gewährleisten, waren technische Innovationen notwendig. Patentschutz betrifft Erfindungen auf einem technischen Gebiet. Es geht wirklich beim Feuerring darum, dass es eine technische Erfindung darstellt. Bei der technischen Erfindung geht es wirklich darum, dass der Ring einerseits durch die Öffnung hindurchlodende Flamme seitlich erwärmt wird, aber auch von unten mit Hitze beaufschlagt wird. Das ist eigentlich das, was die technische Erfindung ausmacht. Es handelt sich beim Feuerring meines Erachtens wirklich um ein Bilderbuch-Beispiel für all möglichen Immaterialgüterrechte, die in einem Produkt zusammenfinden können. Patentrecht für die technische Erfindung, die der Feuerring darstellt, dann eben auch das Urheberrecht als Werk von der Kunst, die der Feuerring darstellt. Und dann auch der Markenschutz. Und das ist meines Erachtens ziemlich einmalig. Ich wüsste nicht von einem Fall in der Schweiz, wo das Bundesgericht über einen Urheberrechtsfall entschieden hat, der auch Patentrecht beschlägt. Am 17. Juni 2022 hat das Schweizer Bundesgericht dem Feuerring als Werk der angewandten Kunst den urheberrechtlichen Schutz zuerkannt. Doch mit diesem Erfolg ist der Kampf noch lange nicht ausgestanden. Der Feuerring wird international vertrieben und leider auch international nachgeahmt und kopiert. Die Herausforderung mit dem Urheberrechtsschutz ist, dass das Urheberrecht nicht international gilt, sondern nur im betreffenden Schutzland. Und das heißt, dass wir das Urheberrecht jeweils nach dem nationalen Recht, in dem die Kopien angeboten werden, verfolgen müssen. Müssen und werden. Die von einigen als Freiheit gefeierte Copy-Paste-Mentalität ist eine Einbahnstraße.
Die einen sind bereit zu investieren, um etwas Neues zu schaffen. Wieder andere wollen nur kassieren, Geld machen mit fremden Ideen, fremder Mühe, fremdem Risiko. Doch heute ist Grund zum Feiern. Wir haben einfach eine Vision mit dem Führing, dass wir zu einem Klassiker werden. Wir sind jetzt seit 14 Jahren unterwegs mit dem Führing und sie sind auf der ganzen Welt verteilt und wir haben noch keinen einzigen Garantiefall. Der Feuerring, garantiert bald ein Klassiker.